Hallo Leute, hier ist wieder Dara für euch und ich bringe euch Teil 76 meiner Let's Play Minecraft-Serie mit und wir werden es dieses Mal, wenn dieses Mal hier wieder ein bisschen, also wir werden diesmal wieder ein bisschen schauen, dass wir an Diamant wieder rankommen. Ich habe neulich nämlich leider ja, wie soll ich sagen? Ich hatte einen Unfall mit Lava. Und meine komplette Ausrüstung ist hinüber. Unter anderem habe ich da habe ich eine Diamantschaufel und eine Diamantspitzhacke verloren. Und das ist ein bisschen ungünstig, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Und aus dem Grund schauen wir jetzt, ob wir hier unten irgendwo Diamant eben finden können. So. Und ich würde sagen, das reicht hier soweit auch. Haben ja zum Glück noch einiges an TNT da liegen. Moment, das Eisen hier, das nehme ich noch mit, sonst wird das bei der Explosion nachher zerstört. Das wäre ein bisschen ungünstig. So, damit ich hier keine zu großen Löcher bekomme, mache ich das hier auch gleich wieder entsprechend zu. Und hier noch so. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Gut, dann werde ich jetzt hier das Ganze noch zumachen, damit wir da auch einigermaßen sicher sind. Und dann, ja. Sehr schön. Das war gut. Dann machen wir hier ein bisschen Licht und schauen mal, ob wir Diamant gefunden haben. Gold haben wir auf jeden Fall mal. Hier war irgendwo Redstone. Gut, da haben wir wohl nicht so viel Glück gehabt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist ein bisschen schade. Ich hätte mir da eigentlich ein bisschen mehr erhofft. Nein, auch Gold. Ich werde das Zeug hier später einsammeln. Wir werden jetzt hier weiter in diese Richtung gehen und nochmal eine Sprengung durchführen. Bisschen Licht. Ja. Das war nicht ganz so gut. Schauen wir mal, ob wir da irgendwo nach oben kommen, um uns diese Geschichte da ein bisschen genauer anzuschauen. Vielleicht können wir die Lava da irgendwie wegbekommen, wenn es nicht zu viel sein sollte. Ja, ich mache euch noch ein bisschen Licht, so. Mal schauen. Die nehmen wir. Oh.
Haben wir da unten nochmal einen Source-Block? Schauen wir mal. Ja, da unten scheint es ein größeres Lava-Vorkommen zu geben. Schauen wir mal, was wir da machen können. So, die Kohle, die wird jetzt dabei leider zerstört, aber so. Das scheint wieder ein größeres Lava-Vorkommen zu sein. Mal schauen, ich werde hier einfach mal ein bisschen Wasser machen, so. Das passt so, denke ich mal, ganz gut. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier drunter noch Lava haben. Haben wir. Fein. Also nochmal so. Auch da haben wir noch Lava. Ja, komm, ich mache hier noch das Zeug weg. So. Jetzt müssen wir das noch wegmachen. Und auch da kommt wieder Wasser drauf. So. Dann kommt da noch mal Wasser hin. So, jetzt könnten wir uns hier das ein bisschen abbauen. Mal schauen. Wenn wir jetzt so viel Obsidian finden, könnten wir demnächst eigentlich mal versuchen, uns noch irgendwo ein zweites Portal zu bauen. Da geht's weiter mit der Lava. Mal schauen, ob wir hier irgendwo das Ende finden können. Ich mache hier zwischendrin mal ein bisschen Wasser rein. So. So können wir weiter hier vorgehen. Das ist wirklich eine größere Geschichte, wie es aussieht. So, dann machen wir hier noch mal ein bisschen Wasser hin. Müssten wir den hier wegmachen können, jawohl. Oh je, das hört irgendwie nicht auf. Oh, was haben wir denn da? Da scheint es eine Höhle zu geben. Schauen wir mal, was wir da finden können. Okay, da scheint nur Kies zu sein. Ja gut, wir schauen mal in der anderen Richtung nach, wie es da aussieht, halt, das war hier.
Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir da jetzt schon die Lava wegbekommen? Nein, haben wir nicht. Da müssen wir wohl das Obsidian da oben nochmal wegmachen, um da dran zu kommen. Das dauert leider ein bisschen länger, aber... Kurz. Ah, uns läuft die Zeit so ein bisschen davon. Ja, egal. Die Zeit müssen wir jetzt an der Stelle hier einfach mal nehmen. Nochmal. Dann schauen wir mal, dass wir diesen hier wegbekommen. Ich werde den Eisenblock jetzt auch mal wegmachen. Okay, das sieht schon mal nicht so schlecht aus. Dann kippen wir auch mal Wasser rein. Das war jetzt zu hoch. Da hat es uns die Fackel runtergerissen. So. Schauen wir mal, wie es jetzt unten aussieht. Oh. Glaube. Da ist noch mehr Lava. Na. Dann müssen wir wohl noch mal hoch. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, das müsste hier in etwa sein. Ja, da haben wir das schon. So. Ja, gut, ich... So, ja, wir sind eigentlich auch schon wieder am Ende dieser Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, bitte auch Daumen hoch. Falls ihr irgendwelche Fragen zu Minecraft habt, könnt ihr mir diese natürlich problemlos stellen. Wenn ihr dazu aber vorher in meine FAQ schauen würdet, den Link zum Blog, wo ihr die FAQ finden könnt, findet ihr in der Beschreibung des Videos und auch in der in meiner Kanalbeschreibung. Und ja, bis zum nächsten Video. Und wir sehen uns. Ciao.